Christian zündet jetzt die Fackel an. Die ist jetzt auch wieder getränkt mit Petroleum. Diese Flasche, aus der wir das Petroleum in den Mund nehmen, ist halt so eine relativ in die Jahre gekommene 0,5 Liter Sprite oder Cola oder irgendwas ist da früher vielleicht mal drin gewesen. Und so, jetzt ist Schollmeier in seiner Konzentrationsphase, nimmt jetzt einen kleinen Schluck. Wir mussten das auch üben, so irgendwie mit der richtigen Menge. Er hält die Fackel in seiner Hand und jetzt wird es losgehen. Drei Sprühstoße gemacht. Er darf jetzt noch nicht reden, muss erstmal jetzt in Ruhe Wasser trinken. Sag ganz kurz dein Fass. Ey, du hast es gemacht, Mann. Es war echt total geil. Es war wirklich mega geil. Also es war auch das erste Mal raussprühen, hatte ich echt ein bisschen Schiss auch, weil ich nicht wusste, wie das ist, wenn die Flamme dann so zurückkommt. Aber dann habe ich gemerkt, was passiert und dann habe ich auch Bock gehabt, den Rest, den ich da noch im Mund hatte, auszusprühen. Und ich habe, glaube ich, auch nichts verschluckt und auch nicht zu früh geatmet und so. Also es hat tatsächlich echt Bock gemacht. Ich habe das Gefühl, dass mein Bart ein bisschen angekokelt ist, aber das kann auch sein, dass es nur das Aloe Vera ist, was da noch so ein bisschen einzieht. Hey, junger Mann, also, du hast das gemacht. Okay, jetzt holen wir uns noch das professionelle Urteil ab. Christian, du hast das alles begleitet. Was sagst du? Ja, das super gemacht. Lief wie am Schnürchen, so wie wir es geübt haben, war perfekt. Jetzt bin ich voll in der Not, es irgendwie erstens auch zu machen und zweitens irgendwie wenigstens irgendwie genauso hinzukriegen.